Servus, grüß euch, da ist ein Ripper.de und heute geht es. Ah, Fail, ja, das war mein Handy. Also schon mal vorweg. Das Video fängt auch irgendwann wieder auf. Nur dass ihr es wisst. Wie halt jetzt die Audiodatei und so weiter laufen wird. Und zwar, ich mache ein neues Format. Oder ich probiere es jetzt ein neues Format zu machen. Ich probiere es jetzt mehr aktiv zu werden. Was auch nicht das leichteste ist für mich, aber egal. Das neue Format, das sollte mehr auf Österreich hinspiegeln, also auf die Szene und so weiter. Also ich werde euch News geben. Und fangen wir gleich mal an. Seit 2-3 Wochen gibt es die alpenscene.at. Was es ist, schaut einfach rein. Es ist, sollte die Community, auch die Leute, die kein Facebook haben, zusammenbringen auf eine Homepage, wo sie miteinander kommunizieren können, Forum reinschreiben können und so weiter und so fort. Finde ich sehr geile Geschichte. Jeder, der aus 1.6 gespielt hat, Source, bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, dort hat es auch gegeben, kennt die Alpen-EPS, das war halt ziemlich verbunden mit der Alpen-Szene und ich finde das eine super geile Idee. Und da gehen wir gleich mal weiter. Der AFS, Austrian Force, hat einen Cup gemacht, also AFS. Der AF hat einen Cup gemacht und das machen sie jetzt eigentlich eh schon mehrere Jahre, ich glaube jetzt ein, zwei Jahre machen sie das jetzt schon. Das sind 4 bis 5 Cups und wenn ein Pro Cup sind halt 1 bis 2 Tickets zu gewinnen für die Nationals. Die Nationals werden eine Offline-LAN sein, dort hat dann jedes Team bei dem Qualifier im Nationals dann ein Preisgeld zu gewinnen. Nur so mal wisst, um was es jetzt gehen wird. Und zwar hat der AFS Cup Autumn angefangen gehabt vor, ich glaube mittlerweile schon 2 Wochen. Ich bin mir jetzt auch nicht mehr so sicher, weil mein Gehirn ist auch schon tot. Und es ist halt eine sehr coole Geschichte vom AF, keine Frage. Die Organisation muss sicher schwierig sein und es gibt immer wieder Leute, die drauf herumhaken, bla bla bla, aber. Ich bitte euch, probiert Server anzumachen, ist sehr scheiß für Arbeiten, ist sehr, 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 sehr kompliziert. Aber egal, jetzt nochmal zum Autumn Cup. Der hat jetzt eben stattgefunden gehabt und ich habe halt Spaßhalber gestreamt gehabt an 2 Matches, eben Day Matches, was nicht gestreamt worden sind, weil ich das persönlich nicht so interessiert. Die Matches zum Sehen und so weiter und ja, dann habe ich mich halt in Kontakt gesetzt mit einem Spieler. Der war sehr gut war und also das Team von dem war sehr gut unterwegs, haben kein einziges Spiel verloren gehabt, bis zum letzten, bevor es in die Finale gegangen ist. Und dann hat er halt geschrieben gehabt, ja, er hat mal zu Ende hergeschrieben, er hat halt gemeint, ja, entweder sind die Gegner so schlecht oder ist sie so gut, das ist halt fraglich. Haben halt so weitergeschrieben gehabt. Und da sagt er halt so, ja, das nächste Match wird dann interessant. Dann habe ich geschrieben, ja, wieso? Ja, wir spielen da gegen ein Team. Da wird vermutet, dass die cheaten. Ja, gut. Haben sie gespielt. Es war eigentlich das einzige Team, was so extrem auf die Goshen gekriegt gehabt haben. Aber was soll ich machen? Geht dazu. Dann auf einmal, am Samstag, wären dann die Finale gewesen vom Autumn Cup. Das Lower Bracket Finale und Finale Finale. No. Da war halt dann ein Team dabei, ich sage keine Namen. Die haben halt gesagt, ja. Also dann ist halt der Cup verschoben geworden auf unbekannte Zeit. Also gestoppt, keiner hat gewusst wieso. Vor allem wird herauskommen, aha, es steht der Spieler unter Verdacht und das Cheating, das wird jetzt kontrolliert, okay. Dann ist halt rausgekommen, dass der Spieler gebannt worden ist vom AFS Cup. Aufregung war sehr groß, ich sag zu Recht so, ich finde das gut, weil es soll jetzt wieder Leben in die österreichischen CSGO Community kommen, auf Facebook und so weiter, sehr viele Diskussionen gewesen, auch da witzig zum Lesen, aber auch da sehr zum Kopfbeiteln. Weil es ist immerhin AFS ihre Entscheidung.
Schlussendlich ist jetzt das so rausgekommen, es waren zwei Spiele im Verdacht, einen haben sie überführt. Der eine Spieler, der als Gecheater war, der ist jetzt bis zum 1.1. von den ganzen AFS Cups gebannt und das Team darf jetzt nicht mehr bei den Nationals mitmachen und sonstiges. Finde ich persönlich okay. So haben sie wieder nächste die Chance. Dieses Jahr haben sie es leider verpasst, weil sie hatten eigentlich schon ein Ticket. Und ja, jetzt ist es zu spät. Das war es eigentlich mal so von der österreichischen Szene. Viel mehr gibt es da nicht mehr zum Sagen. Es sind alle Links, habe ich in der Description, also über die Alpensinn und wer sich das auch mit den Cheats 12 und so weiter anlesen möchte, einfach danach bei der Alpensinn schauen. Dort sind die offiziellen Statements, dort ist alles. Einfach reinschauen und stöbern und sehen und mitdiskutieren. Ja, also ich sage mal, das war's für mich heute. Mehr folgt mir nicht mehr ein. Schaut bei meinem Twitch-Kanal vorbei. Ich stream meistens freitags, aber hin und wieder auch Samstag, Sonntag. Lasst gerne ein Follow da und schaut vorbei. Schaut auch mit ein bisschen. Dann habt ihr die Chance, bei einem Dingsus mitzumachen, also bei einem Key Giveaway von Battlefield 1. Seid gespannt. Cool Spiel. Also sehr viel zum Ragen momentan noch, aber ich spiele es eigentlich relativ gern neben CSGO. So, wünsche euch noch einen schönen Abend und einen schönen oder einen schönen Tag. Kommt davon, was das Video ausschaut. Das weiß ich nicht. Aber vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, man hört sich wieder. Bis zum nächsten. Servus!